Ein herzliches Hallo an alle Bluffcatcher da draußen. Hier spricht euer Coach Eckesach mit der ersten Theoriestunde. Eine neue Videoserie, in der ich euch bestimmte Themen zum No Limit Hold'em Full Ring Cash Game theoretisch mit einer PowerPoint-Präsentation erarbeite. Und ja, heute geht es um die verschiedenen Spielertypen, die man so an einem No Limit Hold'em Full Ring Tisch trifft. Ich hoffe, dass ich den Content etwas flüssiger rüberbringe als der gute Professor Hastig, aber dass ja am Schluss dann, ähnlich wie hier auf der Startabbildung, die verschiedenen Spielertypen, die ihr trefft, unterschiedlich farblich markiert und dementsprechend auch wisst irgendwie, wie ihr gegen so den jeweiligen Spielertypen zu spielen habt. Dann legen wir mal los. Warum eigentlich verschiedene Spielertypen? Im Prinzip ist doch so, dass jeder Spieler einzigartig ist und man ihn als Individuum betrachten sollte, als Gegner. Kein Spieler spielt ja genau so wie irgendein anderer. Das stimmt, aber es gibt nun mal eine Handvoll von Kategorien für bestimmte Spielertypen, in die wir die allermeisten Spieler mit Hilfe von statistischen Werten wie VPIP und Pre-Flop Race einordnen können. Das ist Fakt. Das hat auch große Berechtigung, denn diese Spieler einer Kategorie, wo man sie reinpackt, haben zwar nicht die identische Spielweise, aber eine sehr ähnliche Spielweise. Und man kann halt sich bestimmte Strategien zurechtlegen, womit man gegen den jeweiligen Spielertypen gut performen sollte. Hier eine Übersicht der verschiedenen Spielertypen, so wie ich sie zumindest sehe. Also es ist nicht die in Stein gemeißelte Wahrheit, sondern es ist meine Betrachtung von Spielertypen. Und da kann man sicherlich noch weitere Unterkategorien bilden oder Spielertypen zusammenfassen. Ich sehe es so, Haupteinnahmequelle ist die Calling Station, ultra loose und sehr passiv, sowohl Preflop als dann auch wahrscheinlich Postflop. Dann gibt es den Semifisch. Der Semifisch, der liegt so ein bisschen zwischen dem tight aggressiven Spieler und der Calling Station. Also eine Art Hybrid-Spielertyp, der ja, Merkmale von verschiedenen Spielertypen in sich vereint und manchmal nicht ganz so einfach und klar zu kategorisieren ist. Generell halt etwas loser Preflop. Ich würde sagen halt so, ja, halb passiv, halb aggressiv. Das ist halt wirklich von Semifisch zu Semifisch sehr unterschiedlich. Dann gibt es den Maniac. Und der Maniac ist ultra loose und ultra aggressiv. Ein Leck, der Steroide genommen hat, der am Durchdrehen ist. Den besprechen wir natürlich auch. Dann gibt es den Leck, also loose aggressiv. Das ist die Abkürzung dafür. Und das ist halt ein Spieler, der schon einigermaßen aktiv ist, aber der schon sehr auf die Position achtet. Der Tech, das ist der gängige Spielertyp, würde ich sagen, auf den Small Stakes oder auf den Micro Stakes, den man antrifft. Also ein Spieler, der sehr selektiv ist und dennoch aggressiv bleibt, sowohl Preflop als auch Postflop. Aber den besprechen wir auch gleich nochmal im Einzelnen. Und zu guter Letzt natürlich den Rock. Und wie der Name es schon vermuten lässt, der Rock ist ein sehr tighter und sehr passiver Spielertyp. Und den trifft man halt auf den Nano-Stakes oder auf den Micro-Stakes noch ganz gut. Und je höher man Limits geht, desto seltener wird ein richtiger Rock. Beginnen wir mit der Calling Station. Und zwar erkennt man sie an einem VPIP-Wert von ja, generell so über 30% und einem Preflop-Race-Wert, der so zwischen 0% und 10% liegt. Ich habe hier rechts immer eine Abbildung aus meinem Holder-Manager, wo ich
in diesem Kästchen hier unten, falls ihr das sehen könnt, VPIP, Preflop Race und Anzahl der Hände als diese drei Zahlen eingeblendet habe. Und 41,5 ist so ein Paradebeispiel für eine Calling Station. Die Tendenzen: Preflop, eine Calling Station limpt sehr viel und Cold Call sehr viel. Dadurch entsteht ja auch diese große Lücke zwischen VPIP und Preflop Race Wert. Raced wenig. Und ja, was die Moves anbelangt, Preflop, richtige aggressive Moves kann man nicht vermuten. Macht ja auch keinen Sinn, aber Slow Play wird man häufig sehen, dass solche Leute, gerade Calling Stations, einem Preflop Raise Wert von 0, müsste natürlich auch Aces und Kings limpen oder nur callen. Das heißt, da sollte man extra aufpassen, wenn man so einen Spieler hat. Es kann gefährlich sein, weil man also richtig starke Hände niemals aus deren Limping Ranges herausrechnen sollte. Also Slow Play und Preflop. Manchmal weiß man nicht, ob die es bewusst machen, um einen Gewinnmaximierungsplan umzusetzen, oder ob sie einfach ihre Hand generell underplayen. Und mit underplay meine ich einfach, dass sie einfach unbewusst verpassen, Value zu holen von ihren starken Händen oder mit starken Händen schon einen großen Pot aufbauen, weil sie vielleicht einfach bestimmte Konzepte nicht verstanden haben. Also wenn man mit Aces oder Kings nur limpt, anstatt zu raisen, dann hat man am Flop natürlich auch dementsprechend einen kleineren Pot und mehr Gegenspieler, und das ist eigentlich genau das, was man nicht haben möchte, wenn man so eine starke Hand Preflop hat. So, die Tendenzen Postflop, relativ klar. Dadurch, dass sie sehr passiv sind, verpassen sie auch Value. Also Value-Betten und Betting for Protection sind eher seltene Spielzüge von diesen Spielern. Sie machen eher Calling-Fehler als Betting- und Raising-Fehler. Und damit meine ich halt irgendwie, wenn eine Calling Station bettet oder raised, dann haben sie meistens eine ziemlich gescheite Hand. Und man sollte dann zunächst das Weite suchen. Aber sie callen den lieben langen Tag runter. Mit ihren Gutshots, Ace-Highs, Bottom-Pairs, Pockets, Unimproved bei Overcards auf dem Board und alles, was ihnen sonst noch als callenswert erscheint. Sie überspielen natürlich dadurch auch ihre Draws. Das heißt also, wenn ihr ein drawlastiges Board habt und ihr seid gegen eine Calling Station unterwegs, dann solltet ihr, und ihr habt eine starke Hand natürlich, dann solltet ihr entweder Pot setzen oder manchmal sogar den Pot überbetten. Einfach weil die Spieler nicht auf die Pot-Odds achten, wenn sie einen Draw haben und inkorrekterweise halt sehr, sehr große Beträge bezahlen. Weil könnte ja kommen. Das ist immer die Begründung. Wenn kommt, ist Bombe. Und sie lieben den Showdown. Das heißt also, für eine Calling Station ist es das Größte, einfach eine Hand, wo sie irgendwas getroffen haben, zum Showdown zu bringen und dann zeigen zu können. Das ist halt so, dass man Calling Stations eher im Showdown besiegen muss und ja, dass man sie vorher schlecht aus einer Hand rausdrücken kann, wenn sie irgendwas getroffen haben. Und die Strategie leitet sich aus den Tendenzen ab. Und zwar, ja, ISOing, damit meine ich halt sämtliche ISO-Race-Szenarien, Preflop ist, sei. Egal, ob es jetzt nun ein Squeeze ist, ein ISO Raise in Position, ein ISO Raise out of Position, egal wie man es hinbekommt, man sollte sich möglichst irgendwie gegen so einen Spieler isolieren, mit einer schönen Hand, also mit einer Value-Hand. Sollte Preflop, also sollte Postflop, da habe ich ein Komma vergessen, sollte Postflop nicht bluffen, sollte nicht slow playen. Aber dafür halt viel Value betten. Das ist das einfache Rezept, wie man eine Calling Station auf lange Sicht schlägt und viel Geld von diesem Spielertypen gewinnt, denn das ist eure Haupteinnahmequelle an einem Full Ring No Limit Hold'em Tisch. So, machen wir weiter mit dem Semifisch. Ja, VPIP so zwischen 18% und 30%. Wenn da jetzt ein Spieler ist, der so 17% hat und Preflop Raise Rate von 4 und ziemlich krumpelige Stats hat Postflop, dann würde ich ihn auch noch als Semifisch bezeichnen.
Also es sind so Empfehlungen von mir. Aber manchmal hat man so leichte Ausbrecher und dann packt man den halt doch in die Kategorie rein. Und Prefabrace-Wert von 4% bis 12%. Und da ist der 2007er ein relativ gutes Beispiel für so einen Semifisch. Die Tendenzen eines Semifisches: antipositionell, semi-los und semi-passiv, also liegt halt auf dem halben Weg also zwischen Tag und Calling Station und achtet deswegen nicht so sehr auf die Position, deswegen antipositionell. Sucht schon nach einer etwas spielbaren Hand, vielleicht eine Hand, die hübsch aussieht, macht sich aber keine großen Gedanken über dominiert sein, über Playability in bestimmten Pötten, sondern in bestimmten Post-Flop-Szenarien, sondern wenn er eine Hand hat, irgendwie, die ihm gefällt, dann spielt er sie. Generelle Moves Preflop: ich habe viele Slow-Plays gesehen, also Limp-Re-Raises oder dass solche Leute mit Kings oder Aces Preflop plus callen, gerade wenn sie keinen vollen Stack haben. Also ähnlich wie eine Calling Station, aber sehr viele aggressive Bluff-Moves Preflop sollte man nicht erwarten. Die Tendenzen Postflop: auch hier, der Semifisch verpasst Value, weil er seine starken Hände nicht so häufig setzt, wie er es setzen sollte. Er mag den Showdown. Er liebt ihn nicht so sehr wie die Calling Station, aber er mag ihn schon. Und er spielt die Draws eher passiv, blufft. Ja, ich habe Spieler schon, also Semifische schon, bluffen sehen, aber meistens dann halt irgendwie vielleicht eine Bluff-Conti-Bet und dann Aufgabe oder dass sie dann halt einen gebusteten Draw am River setzen. Aber richtige crazy große Bluffs ziehen die meisten Spieler nicht durch. Das heißt, es ist eher ein Spieler, der ja seltener blufft. Mit Bad Thinking meine ich, dass der Spieler sich schon Gedanken machen kann. Meistens sind die Semifische One-Tabler oder höchstens Two-Tabler. Das heißt, die spielen an einem Tisch, haben dementsprechend auch viele Ressourcen frei, sich Gedanken machen zu können über die Hand. Aber da ihnen bestimmte Konzepte fehlen und sie theoretisch nicht so bewandert sind, sind das dann auch meistens schräge Gedanken, die vielleicht irgendwie ja sehr vergiftet sind durch viele Poker, Fernsehübertragungen oder das, was sie im Casino oder in ihrem Home Games aufgeschnappt haben und das nicht richtig umsetzen können. Also der Spieler kann sich Gedanken machen, macht sich aber vielleicht schlechtere Gedanken. Und auch ein Spielertyp, der eher Calling-Fehler macht als Betting- und Raising-Fehler, nur halt Semifisch, nicht alles ganz so schön ausgeprägt wie bei einer Calling Station. Und die Strategie, ja, auch ISOing mit Value Hand und Preflop, das ist genauso. Value betten ab und zu Semi-Bluffen, Postflop. Und ab und zu meine ich wirklich, es kommt ganz auf die Situation drauf an und die Board-Textur und aber es kann durchaus sein, dass das pure Bluffen nicht ganz so toll ist gegen ihn. Aber wenn man halt gewisse Outs hat, wenn man gewisse Equity im Pot hat, dass dann das Semi-Bluffen profitabel sein kann. Und Scare-Cards ab und zu nutzen zum Bluffen. Also ein Flush-Karten nutzen zum Bluffen ist gut. Over-Cards, ein Ass oder ein König zum Board, irgendwie, wenn es am Turn drüber kommt, weil die Spieler sich halt genau solche schlechten Gedanken machen können, wie der Preflop-Raiser hat jetzt seinen Ass-König getroffen oder jetzt ist der Flush angekommen, weil Flushes so optisch sehr präsent sind in den Augen von so einem Semifisch. Kommen wir zum Maniac. Der Maniac hat meistens einen VP-Wert von über 30%, gekoppelt mit einem Preflop-Raise-Wert von über 20%. Und das ist schon sehr, sehr loose aggressiv. Und ich habe mal ein Beispiel mit 52, 33 nach 53 Händen. Das ist schon harter Tobak. Die Tendenzen Preflop, ja, sehr antipositionell, ultra loose und ultra aggressiv. Sehr viele Open Raises, 3-Bets, mit vielen Schrotthänden. Also ja, 33% der Hände sind ein Drittel der Starthände, die man gedealt bekommt.
Und da muss jede Menge Schrott mit bei sein. Einfach zu schwache Hände für die jeweilige Situation. Ist ja auch ein Losing Player, der Maniac. Moves, ja, ist halt sehr ultra aktiv im Preflop Raw. Und Preflop Raw, damit meine ich alles, was mit einer 3-Bet, mit einer 4-Bet, mit einer 5-Bet zu tun hat. Das heißt also sämtliche leite 3-Bets, Backraises, Re-Steals, 4-Bets oder weiß der Geier, was einem so vorkommt am No-Limit-Hold'em-Full-Ring-Tisch. Preflop Raw ist der Fachausdruck dafür. Und da ist der Spieler, kann er. Es ist nicht so, dass jeder Maniac irgendwie der totale Preflop Raw-Experte ist oder, naja, zumindest Anwender, Experte wahrscheinlich nicht. Da muss man dann zusätzlich noch ein paar andere Stats zu Rate ziehen. Aber er kann es durchaus sein, ja. Und er betreibt ultra-extremes Isoing, denn ein Maniac liebt es, bei einem Gegner Schwäche zu spüren, indem er der Gegner vielleicht bloß limmt, indem der Gegner vielleicht in später Position raised. Also er versucht immer Schwäche in die jeweilige Aktion des Gegners rein zu interpretieren und auf diese Schwäche dann halt draufzuhauen. Die denn Tendenzen Postflop. Er ist sehr überaktiv. Kämpft gerne natürlich um die Initiative, versucht häufig die Hand schon vor dem Showdown zu gewinnen, indem er den Gegner rausdrückt, indem er den Gegner wirklich von der Hand wegbettet. Er spielt die Draws natürlich sehr, sehr aggressiv, blufft extrem viel, auch in schlechten Spots. Und gerade wenn der Gegner Schwäche gezeigt hat. Und da ist so, der braucht noch nicht mal eine Scare-Card. Also ich habe Maniac schon auf sehr, sehr schlechten Board-Texturen schlechte Bluffs durchziehen sehen. Und ohne dass jetzt irgendwie die Sterne günstig angeordnet waren dafür. Die Strategie dagegen, ja, Preflop ab und zu mal Limp Re-Raises einstreuen, wenn man davon ausgeht, dass der eh so ziemlich jede Hand raised oder isoliert, dann kann man mit einem Limp Re-Raise den Pot schon sehr viel größer machen, natürlich mit Value-Händen. Postflop sollte man eine gute Kombination aus Slow-Play, Bluff-Catchen und Semi-Bluffen anwenden. Natürlich gibt man auch, wenn man nichts getroffen hat gegen so einen Maniac, die Hand ganz gerne mal auf. Aber es ist völlig okay, wenn man viele kleine Pötte verliert und wenige dicke Pötte gegen sie gewinnt. Dann macht man am Schluss halt doch ein deutliches Plus. Als also als nächster Spielertyp kommt uns der Leck geradezu gelegen. Der Leck ist nämlich die, also ich will nicht sagen harmlosere Variante, aber die gezähmte Variante des Maniacs. Ein Leck hat einen VPIP-Wert von meistens so zwischen 18% und 25%. Preflop-Raise-Wert liegt bei 15 bis 22%. Man sieht hier also auch das Gap zwischen VPIP und Preflop-Raise-Wert ist nicht so groß. Das heißt also, er hat die Tendenz, dass er Preflop positionell loose und aggressiv ist. Das heißt, in später Position halt viele Hände raised und Aktivität entwickelt. In früher Position am Fullring-Tisch kann ein Leck ähnlich tight sein wie ein Tag zum Beispiel. Also viele Open Raises, das ist sein Spielstil, den Pot eröffnen, gleich am Anfang schon Initiative an sich reißen, aber auch nur, wenn die Situation gut ist, wenn er in Late Position ist oder wenn in seiner Raise-Schneise nur tighte Spieler sitzen. Und natürlich wenig Cold Calls und wenig Gelimpe, denn das Gap, wie gesagt, zwischen VP und Preflop Raise ist klein in allermeisten Fällen. Und das Beispiel hier, ein 2018er auf 7,7, also 7700 Hände, also 7,7K Hände, das sind 2% Punkte Unterschied zwischen 20 und 18%. Und diese 2% Punkte, das ist tatsächlich seine Cold Calling Range, denn so ein Spieler hat meistens keine Limping Range. Das heißt, mit 2 Händen, also mit 2% der Starthände, callt er bloß, und das sind meistens halt so mittlere Pockets. Also etwas kleiner Exkurs zum Thema Handreading Preflop
konnte ich mir nicht verkneifen. Und Moves Preflop, ja, alles Mögliche halt. Slowplay kann durchaus mal passieren. Aber ansonsten ist es halt ein echt ein aktiver Preflop-War-Spezialist, der Leg. Macht ein extremes Eye-Swing in Position und kann halt die ganze Palette von Backraises und leitet 3-Bets und Re-Steals und leitet 4-Bets auf den Re-Steals. Also kann alles Mögliche auspacken und seid da zumindest gewarnt. Die Tendenzen Postflop sehen wie folgt aus. Er ist normalerweise sehr aktiv, kämpft um die Initiative, versucht auch häufig die Hand vor dem Showdown zu gewinnen. Macht auch Sinn, denn der Spieler hat ja eine losere Range, mit der er Postflop spielt. Und mit dieser loseren Range floppt er auch schwächer. Und muss dementsprechend halt auch die Hand häufig vor dem Showdown gewinnen, weil er den Showdown halt mit dieser schwächeren Range meistens eher häufiger verliert. Und deswegen liegt es in der Natur eines Legs, zumindest eines guten Legs, dass er versucht, mit Conti-Bets auf mehreren Straßen, mit Check-Raise-Bluffs, mit allen möglichen Techniken die Hand schon vor dem Showdown zu gewinnen. Er ist sehr gut im Nutzen von Scare-Cards, kann die Vortex-Zone natürlich sehr gut lesen, überlegen, ob die Vortex zu dem Gegner passt oder nicht. Und gezeigte Schwäche beim Gegner attackiert er genauso, nicht genauso, selektiver, etwas selektiver als der Maniac in dem Beispiel eben. Er spielt die Draws natürlich sehr aggressiv. Und wenn es ein guter Leg ist, dann ist er auch good thinking und nicht bad thinking wie der Semifisch. Und die Strategie gegen einen Leg, ja, es ist generell ein sehr unangenehmer Gegner. Gerade wenn man so ein oder mehrere Legs zur Linken sitzen hat, können sie einem das Leben ganz schön zur Hölle machen am Full-Ring-Tisch. Da kann man so gut sein, wie man will, aber wenn man ständig out of position spielt, das kann man halt nicht kompensieren. Und sollte man vielleicht an der Table Selection arbeiten. Also viele von diesen Legs zur Linken, das ist nicht nett. Ja, wie schlägt man sie? Ab und zu Slow Playen, gerade wenn man sieht, dass die Legs um die Initiative kämpfen und man eine sehr starke Hand hat, dann macht es vielleicht mal Sinn, indem man einfach den Gegner machen lässt, ihn bluffen lässt und einfach entweder runtercallt oder halt so Flop und Turn nur callt und drüber dann raisen. Hauptsache, man schafft es irgendwie von den Legs deren, ja, deren raufhauen auf die vermeintliche Schwäche. Ja, gegen sie selber anzuwenden. So, ja, Bluff catchen mit so mittelstarken Händen oder manchmal sogar mit schwachen Händen macht natürlich auch Sinn. Und bluffen in den richtigen Spots. Denn so ein Spieler hat eine schwächere Handrange, ist aggressiv damit und man kann durchaus, wenn man ein gutes Image hat, solche Spieler aus den Pötten drücken, indem man, ja, indem man Turnkarten raised irgendwie, die die Vortex so verändert haben, indem man halt starke Hände repräsentiert und den Leg dann halt von seiner Hand runterdrückt. Und auch hier ist es wichtig, gezielt nach Schwachstellen zu suchen, gerade wenn es gute Legs sind, muss man tatsächlich die Lupe rausnehmen, rausholen und Postflop irgendwie haargenau suchen, irgendwie, wo kann er irgendwelche Schwachstellen haben, welche Betting Lines wählt er zu häufig. Hat er Bet Size Tells? Hat er? Haben wir Showdown-Informationen über ihn? Können wir Players nutzen? Haben wir Postflop-Statistiken, die vielleicht von der Norm abweichen und können wir das irgendwie benutzen? Es ist wirklich so: Beim Lag muss man ins Kleingedruckte gehen, muss man den Spieler konkret informationstechnisch sezieren, um an Schwachstellen ranzukommen und diese dann auszunutzen. Und vielleicht mache ich dazu zu genau diesem Prozess mal einen Teil in dieser Theorieeinheit. Der Tag ist ja so das, was vor ein paar Jahren so das
ich will nicht sagen Nonplusultra des Spielstils war, aber zumindest tight aggressiv ist das, was erstrebenswert war. Ein VP von 10% bis 18% und ein Prefabrace-Wert von 9% bis 16% zeichnen den normalen Tag aus. Und 16-12, hier ein Spieler, wo ich relativ viele Hände habe, das ist so ein ganz typisches Beispiel für einen Tag auf den, sagen wir so, Small Stakes bis Mid Stakes. Die Tags sind Preflop sehr selektiv. Also nicht unbedingt sehr selektiv, aber schon selektiv. Sehr tight in früher Position, etwas öffnen ihr Spieler ein bisschen in mittlerer Position und sind dann etwas looser in Late Position, also sehr positionelles Poker, was ein Tag spielt. Und haben eine gesunde Portion Aggressivität, also ein solide Aggro. Das heißt also, können natürlich auch ab und zu Moves auspacken, Preflop, Slow Playen. Preflop kennen sich aus, nutzen sie aber nicht ganz so häufig wie ein Leg zum Beispiel. Und Tags beherrschen, also gute Tags beherrschen natürlich die komplette Palette vom ISO-ing. Aber auch hier wenden sie es nicht so rigoros an wie ein Leg zum Beispiel. Und die Tendenzen post-Flop, ja, es ist schwer irgendwie einen Tag so in zwei, drei Zeilen zu erklären, aber generell ist es so, dass ein Tag schon versucht, die Potgröße der eigenen Handstärke anzupassen, post-Flop. Trennt sich relativ schnell von einer schwachen Hand oder von einer Situation, die unprofitabel erscheint. Slowplay mit Monstern kann vorkommen, gerade so mit Sets zum Beispiel, dass dann am Flop slow geplayt wird und dann am Turn, wenn der Gegner vielleicht etwas mehr Geld irgendwie investiert hat, dann die Keule ausgepackt wird. Und spielen ihre Draws teilweise aggressiv, manchmal auch passiv, also sehr situationsabhängig. Und sind natürlich thinking, wenn es sich um, ja, nicht wenn ein guter Tag ist, sondern wenn es ein guter Tag ist, um den es geht. Ja, die Strategie, auch hier, wir haben wieder einen generell sehr unangenehmen Gegner. Denn, ja, was soll ich sagen, man selber möchte ja entweder zu den Kategorien Tag oder Leg gehören. Das sind die beiden, ja, profitabelsten Spielertypen. Und es ist halt nicht so einfach, gegen einen guten Tag, der sehr wenig Fehler macht, irgendwie, tja, Geld zu gewinnen. Zumindest auf lange Sicht. Man sollte sie ab und zu bluffen. Gerade wenn es Spieler sind, die sich schnell von einer schwachen Hand trennen, sollte man ihnen dann auch diese Trennung, ja, auf einem Silbertablett servieren, indem man halt auch früh zeitig in der Hand irgendwie aggressiv wird. Aber auch so, ja, wenn es Gegenwehr gibt von einem Tag, dann ist es auch meistens so, dass sie eine starke oder mittelstarke Hand haben. Ein Tag blufft nicht ganz so häufig wie ein Leg und versucht eher durch gutes, gezieltes Value-Betten Geld zu machen. Deswegen halt nur ab und zu bluffen. Und wenn es Action gibt, dann halt eher nur mit einer starken Hand weiterspielen. Ja, genauso wie der Leg. Es ist nicht so einfach, einen Tag irgendwie zu überspielen. Man sollte gezielt nach Schwachstellen suchen. Und wenn ihr irgendwann so weit seid, dass ihr vielleicht euren Spielerpool so gut farblich markiert habt, dass ihr ja alle Tags, alle Legs, alle Maniacs, alle Rocks und so weiter und so fort farblich voneinander getrennt habt, dann ist es vielleicht an der Zeit, irgendwie den Tag weiter zu aufzuteilen. Vielleicht irgendwie passabler Tag, starker Tag oder ja, sehr schwacher Tag. Und sich dann die Postflop Stats angucken, sich vielleicht Players Notes angucken und so etwas wie Winrate über ein sehr großes Sample Size. Und dann halt versuchen, halt den Tag weiter zu kategorisieren. Kommen wir jetzt zum letzten Spielertyp der heutigen Theoriestunde. Das ist der Rock. Und ja, wie der Name schon sagt, VPIP 0 bis 13%, also sehr starke Hände, die er spielt. Prefabrace-Wert von 0 bis 9%. Sehr selektiv Preflop und das
Hauptelement oder Hauptbestandteile seiner Handrange sind halt Hände wie Ace King, Ace Queen und sämtliche Pockets. Das sind seine Lieblingshände, die er spielt. Und Ace King, Ace Queen macht er halt Top Pair, Top Kicker. Und mit den Paaren kann er halt irgendwie, ja, Sets treffen. Und das sind so die typischen Hände, die man bei so einem hier ist ein 12-2er antrifft. Moves Preflop, ja, Slow Play, Underplay mit starken Händen ist normal. Und Underplay meine ich auch hier. Es ist nicht so, dass der Rock seinen Gewinn maximieren möchte. Das liegt nicht in der Natur eines Rocks. Die Natur eines Rocks besteht eher darin, beim Pokern möglichst wenig Geld zu verlieren, wenig zu gamblen. Und das erreicht er, indem er Preflop sehr, sehr, ja, selektiv ist. Und sich sagt so, ich will eindeutige Situationen für mich erschaffen, wo ich meistens so starke Hände flop, dass ich den Pot auch häufig gewinne. Und dass ich mir, also ein Rock beschützt sich durch seine starke Selektivität Preflop vor Problemspots Postflop. Und geht natürlich auch dann, ja, verpasst viel, viel Value und underplayt seine Hände. Tendenzen Postflop, auch hier, er verpasst einfach unglaublich viel Value, weil er nicht so extrem Value betten kann. Er gibt seine Hände häufig auf, auch in Situationen, wo er vielleicht profitabel weiterspielen sollte. Er ist sehr passiv mit Draws, wie der Name schon sagt. Und es ist so, dass der Rock ein Spielertyp ist, der wirklich Angst hat vor dem Showdown und dem Showdown zu verlieren. Er hat Angst vor den Nuts bei dem Gegner. Und daraus leitet sich natürlich auch die Hauptstrategie gegen so einen Rock ab, dass man ihn halt blufft. Bluffen, 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 bluffen. Preflop natürlich, immer viel Blinds attackieren und am Flop Konti-betten, Konti-betten, Konti-betten. Eigentlich ist es so, wenn so ein Rock dann irgendwann mal Stärke zeigt, weil er selber bettet oder raised, sollte man ihn nicht auszahlen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Spieler, der irgendwie kaum eine Hand spielt, wenn er dann eine hat und sie aggressiv spielt, dass man den dann halt noch irgendwie Chips hinterher schmeißt und ihn halt noch in seinem Spielstil, in seinem zu ängstlichen Anti-Poker-Spielstil noch bestärkt und bekräftigt. Das sollte man vermeiden. Keine dünnen Value-Bets machen, denn der Spieler liebt es halt, eine Hand aufzugeben. Und wenn man jetzt irgendwie so einen Top-Pair mit einem Medium-Kicker hat, ist es meistens so, dass man bloß eine Bet-Post-Flop reinbekommen sollte in den Pot, weil mit schlechteren Händen zahlt der Gegner eh nichts. Oder nicht mehr als eine Bet. Und ja, der Rock ist halt sehr, sehr häufig auf den Nano-Stakes, also NL2 bis NL10 anzutreffen, und ja, ein paar Rocks überleben noch so auf NL25 und ab NL50 wird es dann sehr, sehr dünn für sie. Gut, ja, jetzt sind wir zum Ende gekommen. Die farbliche Markierung habe ich jetzt nicht besprochen in einer Folie. Normalerweise macht es Sinn, dass man dann halt, wenn man die Spieler einordnet, wenn man vielleicht so 30, 40 Hände hat von dem jeweiligen Gegner, eine Tendenz von VP-Preflop-Raise schon ablesbar ist, dass man die Spieler dann farblich markiert, kann man in allermeisten ja, Poker-Server-Softwares machen. Und ich habe es halt so, dass ich Rock blau markiere, dass ich den Tag rot markiere, den Leg gelb, den Mania knallhellgelb, den Fisch habe ich, also die Calling Station natürlich, die Calling Station habe ich als grün, den Semifisch habe ich hellblau. Und ja, ich glaube, da haben wir alle. Dass man halt versucht, wirklich durch eine optische Abgrenzung der verschiedenen Spielertypen einfach eine Erleichterung haben zu haben an den Tischen. Dass man einfach sagt, so, okay, mein Gegner ist grün, grün ist Calling Station, und da muss ich mir die Stats nicht mehr angucken. Da sehe ich einfach die Farbe, die ich ihm gegeben habe, und kann dementsprechend auch meine Strategie Preflop und Postflop gleich entkorken, die ich für den jeweiligen Spielertyp mir zurechtgelegt habe. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Theoriestunde. Ist nicht ganz eine Stunde geworden, aber naja, Hauptsache der Stoff kam einigermaßen gut rüber. Falls ihr Fragen und Anmerkungen habt, dann seid bitte so frei und nutzt die
Kommentarfunktion hier in dem Videoblog oder belebt das Forum durch eure Anwesenheit und eure aktiven Posts und Threads, indem ihr dann halt mit mir oder anderen Coaches ja, kommuniziert und nachfragt irgendwie, falls ihr irgendwas nicht ganz verstanden habt. Ansonsten noch viel Spaß auf Bluffcatcher mit unserem Content. Das war euer Coach Eckesach für www.bluffcatcher.de. Macht's gut!